Servus Leute, heute ein Vlog von mir und zwar haben wir zwei Geschichten. Einmal die weniger interessante oder besser gesagt die weniger erfreuliche und zwar habe ich wieder Probleme mit einem LKW, was Reparaturen angeht und die zweite ist, ich übernehme meine vier neuen LKWs heute und da will ich euch mitnehmen. Also, wenn du daran Interesse hast, dann bleib dran. Ja, ich bin momentan in München. Und zwar, es ist Dienstag. Ich muss jetzt auch ein bisschen überlegen. Es ist Dienstag und ich weiß jetzt nicht, ihr werdet wahrscheinlich das Video erst in zwei Wochen sehen. Da fährt ein 8er BMW Grand Coupé vor mir und den will gerade mein Geschäftspartner bestellen. Deswegen, ja, vielleicht sieht man jetzt so ein bisschen das Auto. Sekunde. Nee, oder? Ja, man sieht ihn, aber egal. Auf jeden Fall, er hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Also, ich bin jetzt auf dem Weg nach, ich sag jetzt mal in den Raum München und zwar zu einem meiner Auftraggeber, für den ich England fahre. Ich war jetzt länger nicht bei denen und da ich jetzt sowieso in München bin, dann habe ich gedacht, okay, das ist praktisch, schauen wir mal vorbei. Wer sich fragt, in welchem Auto ich sitze, ich weiß, dass die Fragen kommen werden. Und ich weiß auch, wer die Frage stellt, dass er sich das Video nicht ganz angeschaut hat. Und zwar, das ist der 7er von meinem Geschäftspartner, Geschäftspartner-Schwager. Sekunde mal, es ist gerade wirklich viel los. Auf jeden Fall, ich werde definitiv, wir haben um 8 Uhr Termin abgemacht. Ich habe jetzt Ankunftszeit 20 vor 8, also liege ich perfekt im Rennen. Ich hatte ein bisschen Angst, ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich nicht in irgendwie einen größeren Stau reingerate. Deswegen bin ich eine Stunde vorher losgefahren, obwohl gestern Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, stand, dass es nur 16 Minuten sind und 16 Kilometer. Nur, ja, auf jeden Fall ist es stadtauswärts aus München, dann geht's noch. Jetzt kommen wir zu der nicht so guten Nachricht für mich. Und zwar, gestern hatte ich einen Anruf von meiner Kollegin. Ich bin gestern nach Deutschland gefahren und wir sind gestern schon uns die LKWs, also die neuen LKWs, die wurden gestern oder beklebt und werden heute noch fertig gemacht. Also da wird diese Firmenreklame drauf sein. Die mich bei Instagram verfolgen, die haben ja schon Bilder gesehen. Wer nicht, kann ja gern bei Instagram oder Facebook vorbeischauen. Da sind auch ein paar Bilder, aber ich zeige die auch später oder ich nehme ein bisschen die LKWs auch später auf. Wir wollten nur sehen, ob alles okay ist mit der Beklebung und so. Und wie gesagt, das sind Miet-LKWs, muss ich gleich dazu sagen, das sind Miet-LKWs. Das heißt, ich habe mich jetzt da nicht so auf Details konzentriert. Ich wollte einfach, weil hier in Deutschland eine Firma hat für das Bekleben das Doppelte verlangt als die kroatische Firma und die machen auch diese Teile, also die Stoßstangen und so, machen die auch nicht ab und bekleben alles schön. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich meinen, also diesen, wie sagt man das eigentlich, Folierer, der meine kroatischen LKWs beklebt hat und der auch sonst, mit dem ich sonst arbeite, dass er dann nach Deutschland kommt und es war dann, also mit seiner Fahrt nach Deutschland und allem drum und dran,
war es praktisch die Hälfte vom Preis. Deswegen, ich zeige euch aber später, es sind so ein paar Details. Ich wollte aber trotzdem, dass das so schön wie möglich aussieht. Auf jeden Fall werden die erkennbar sein für euch, also meine Fahrer auf jeden Fall. Und ja, und dann kurz vor Scania Oberschleißheim klingelt bei mir das Telefon. Meine Kollegin ruft an und sagt: Luca, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Der LKW, mit dem ich diese Woche noch zum TÜV muss in Kroatien, bei dem hat es irgendwie einen lauten Knall gemacht und der LKW fährt nicht mehr richtig, er hat nicht mehr Leistung. Und er war einen Kilometer vor der Ladestelle, dann ist er, oder nicht mal, also das ist wirklich 500, 600 Meter vor der Ladestelle passiert. Und ja, ich stell mich jetzt irgendwo hin. Auf jeden Fall, das ist wie gesagt kurz vor der Ladestelle passiert. Dann ist er noch zum Laden gefahren. Wir haben dann die Werkstatt gerufen. Also ich habe ihm erstmal gesagt, versuch mal LKW aus und anzumachen. Und ja, auf jeden Fall Motor, Kontrollleuchte, alles hat geleuchtet. Und dann haben wir gesagt, okay, rufen wir jetzt den Service. Erstmal dachten wir, dass es nur 120 Kilometer von uns eine Werkstatt gibt. Dann habe ich daraufhin, ich parke jetzt mal hier auf die Bushaltestelle, wenn der Bus kommt, dann kriege ich eins hinter die Ohren, aber egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, dann sind die doch 18 Kilometer entfernt gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, super toll, wenn was ist, dann kann er eventuell noch, weil es ist alles so Bundesstraße, also so praktisch durch die Stadt. Er konnte so 40, 50 fahren. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn was, wenn er das nicht reparieren können sollte, dann, ja, dann kann er eventuell dahin fahren. Und dann ist der Service gekommen, also der Fahrer hat geladen, wo er fertig war mit Laden, ist der Service gekommen. Ich denke mir noch, super, okay, alles cool. Hat sich das Ganze angeschaut und hat gesehen, dass der Turbolader einen riesengroßen Riss hat und dass sogar ein Teil abgefallen ist. Der LKW hat jetzt, glaube ich, so 460.000 runter. Und ja, dann habe ich erstmal gefragt, okay, können Sie das reparieren? Haben Sie die Teile? Ja, auf jeden Fall müssen wir erstmal zur Werkstatt. Sage ich, kann er so zur Werkstatt fahren? Sagt er, nein. Da habe ich mir schon gedacht, okay, weil ich hatte, also ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Mechaniker. Da werden jetzt unten welche schreiben, das ging auch so oder so. Oder da wird es wahrscheinlich verschiedene Meinungen geben. Auf jeden Fall, ich weiß, dass ich einmal mit einem kaputten Turbolader bei meinem Auto ja noch zur Werkstatt gefahren bin und dass das auch alles geklappt hat. Der hat aber gesagt vom Service, das geht nicht, du musst abgeschleppt werden in England. Oh, das war, ja, auf jeden Fall für den LKW war es so geplant, der lädt also gestern, Montag, lädt er. Am Mittwoch lädt er ab in der Nähe von meinem Fleisch, Dönerfleischproduzenten, lädt am Mittwoch wieder. Fleisch für Kroatien ist am Donnerstag in Kroatien. Ich bin am Donnerstag auch in Kroatien. Der Fahrer geht nach Hause und ich mache dann TÜV, Wartung und alles beim LKW im Auflieger. Und am Freitag fährt der Fahrer dann wieder, lädt wieder irgendwie was in Österreich oder so und fährt wieder zurück nach Deutschland. Ja, dem ist aber nicht so, oder das wird auch nicht so sein, weil, wie gesagt, jetzt liegen wir dort. War folgende Situation. Wir mussten abgeschleppt werden. Wie gesagt, da kann jetzt jemand schreiben, nee, ihr konntet so fahren. Der andere würde sagen, gut, dass du nicht gefahren bist. Da wäre was abgebrochen oder irgendwie was passiert, noch schlimmer. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, ja, wenn der Turbolader futsch ist, dass da eigentlich
nur die Leistung weg ist und nicht, dass der LKW irgendwie kaputt gehen kann. Aber auf jeden Fall wurde er abgeschleppt. Dann wurde ich erstmal angerufen und dann durfte ich entscheiden, ob ich den LKW abschleppen lasse. Also über Scania Assistance geht das Ganze. Du rufst dann dort an und die sagen, ja, wir können das schicken, wir können die schicken. Ich muss aber immer den Betrag, der voraussichtlich kommen könnte, muss ich immer erlauben. Das heißt, wenn er jetzt sagt, ja, das könnten 2000 Euro werden, du sagst, ja, okay, dann werden es auch 2000 Euro oder sogar mehr, aber weniger nicht, weil dann nutzen die das natürlich aus. Da haben die mich gestern angerufen, ja, wenn wir dich jetzt abschleppen, da es schon relativ spät war, wenn wir dann gleich den LKW anfangen zu reparieren, dann könnten so 7.000, 8.000 Euro Schaden sein, weil die machen Überstunden, Nachtschicht und irgendwie sowas. Oder der wird jetzt abgeschleppt und morgen früh wird das Ganze repariert, dann kostet um die 5.000 Euro. 5.000 Euro. Also ich glaube, so ein Lader, weil ich wollte eigentlich bei einer halben Million, wollte ich präventiv die Lader tauschen. In Kroatien mit allem drum und dran um die 1000 Euro. Sowas um den Dreh. Oder knapp drüber vielleicht, aber auf jeden Fall keine 4.000, 5.000. Was willst du da machen in der Situation? Sagt man okay und dann ist eigentlich die Freude auch schon weg, was die neuen LKWs angeht. Und ja, und ich bin dann wieder in der Serie, was Reparaturen und so angeht. Ich glaube, da sieht man nochmal, wie wichtig das Ganze ist. Sagen wir mal, ich hatte jetzt eine eigene Werkstatt. Es ist in England passiert. Ich meine, es ist sowieso noch nie irgendwie was passiert, wenn ich zu Hause bin. Es passiert immer unterwegs und dann nützt auch eine eigene Werkstatt nichts. Deswegen sage ich, Leute, ich komme wieder auf das Thema Mieten zurück. Ich glaube, ich muss jetzt mal wirklich mit Scania Rent oder mit Chartervale oder mit jemand reden, dass die mich unterstützen hier. Ich tue Werbung machen wie verrückt für die. Und ja, und ich werde irgendwie nicht unterstützt von denen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, es ist einfach, ich muss das hier nochmal sagen. Leute, das sind, der LKW ist jetzt nicht mal 3 Jahre alt oder jetzt wird er 3 Jahre alt. Ich gehe jetzt zum TÜV mit dem. Oder hätte am Donnerstag beim TÜV sein sollen. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt, keine Ahnung. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn euch das irgendwo passiert und du hast dein LKW irgendwie für 20.000 gekauft, bar oder so. Also wie gesagt, und für 20.000 kriegst du eigentlich erst einen LKW mit 800.000, 900.000, also wenn wir jetzt über einen Scania reden. Also ich glaube, da sollte eigentlich jeder sehen, dass man da wirklich aufpassen sollte und verstehen sollte, wie wichtig es ist, vor allem am Anfang den LKW zu mieten. Und ja, das ist dann noch so eine Sache, wo ich eigentlich, ehrlich gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock mehr, was die ganze LKW-Geschichte angeht. Das regt mich nur noch auf, also was die kroatischen LKWs angeht, meine ich jetzt. Und ja, aber genug jetzt gejammert. Jetzt kommen wir zu den schönen Sachen. Und zwar, wie gesagt, ich mache jetzt das Meeting fertig. Und dann fahre ich Richtung Oberschleißheim. Und dann zeige ich euch die neuen LKWs. Also, ich bin jetzt bei Scania angekommen. Es hat ein bisschen länger gedauert bei meinem Auftraggeber. Deswegen musste ich erstmal noch zur Bank, weil ich dort einen Termin hatte. Und jetzt bin ich in Oberschleißheim. Die LKWs sind fertig. Ich sehe sie schon, ihr noch nicht. Auf jeden Fall, da sind sie. Ich finde, es sieht interessant aus. Ich habe aber einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, der Folierer, der hatte meine kroatische Webseitenadresse. Und das müssen wir jetzt noch ändern. Auf jeden Fall, ja, ich bin sehr zufrieden. Was sagt ihr? Also hier sind 2 und da hinten nochmal 2. Und ja, es sind
R500. Ausstattung eigentlich wie gehabt. Also Standklimaanlage. Dann habe ich vorne den schwarzen Kühlergrill bestellt. Und wie gesagt, der Folierer, der kam aus Kroatien. Weil erstmal habe ich Vertrauen in ihn. Er hat schon die ganzen Daten und Files und alles, was er braucht, hat er ja schon bei sich im Computer. Und jetzt muss ich nur schauen, dass die Fahrer die Woche die LKWs übernehmen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen, weil es sieht schon schön aus. Wenn die jetzt alle vier nebeneinander wären, wäre es noch schöner. Aber ja, also ich denke, die Fahrer können glücklich sein. Ich meine, wie gesagt, das sind R500 und die Jungs sind im Nahverkehr unterwegs, also schöne LKWs, und ihr könnt ja mal winken und hupen, wenn ihr mal einen auf der Autobahn trifft. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ein bisschen so ein Mischmasch-Video. Wenn ja, natürlich Daumen hoch geben und abonnieren nicht vergessen. Ja, die Glocke drücken, und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, ciao.